Hallo und herzlich willkommen bei Project Makers. Heute möchte ich euch eine kleine Challenge an mich selbst zeigen. Viel Spaß dabei! Bevor ich anfange, euch hier irgendwas zu zeigen, müssen wir natürlich erstmal klären, worum es geht. Und zwar habe ich neulich im Unity Insider Forum gelesen, das kennen vielleicht schon einige, wenn nicht, verlinke ich es unten in der Beschreibung, dass sich ein paar Leute einfach unterhalten haben. Das ist jetzt schon eine Weile her, das ist vom April. Und da geht es im Endeffekt darum, wie viele Buttons man im GUI, also mit dem Unity GUI, erstellen kann. Und da hat jemand eben geschrieben, dass beim Unity GUI bei ca. 64.000 Buttons Schluss wäre. Also die haben sich dann so ein bisschen drüber unterhalten, haben sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Hahaha, was könnte man denn schon mit 64.000 Buttons für ein Spiel machen? Und 64.000 Buttons sind kein Spiel mehr und so weiter und so fort. Und ja, das habe ich so ein bisschen als Challenge gesehen. Ich wollte einfach mal wissen, okay, hey, was kann man denn mit 64.000 Buttons anstellen? Beziehungsweise wofür könnte man die gebrauchen? Ja, ich glaube, ihr erkennt es schon an dem Titel da im Hintergrund. Find the Button, das ist jetzt unsere neue App. Die kommt jetzt gerade, also wenn ich das Video fertig gedreht habe, lade ich sie direkt hoch, die neueste Version. Und ich möchte euch erstmal zeigen, um was es da kurz geht. Drücken einfach mal Play. Wir haben hier oben den Profiler laufen, der ist jetzt nicht so wichtig für euch. Im Endeffekt geht es darum, einen Button zu finden. Drück mich ganz fest, steht hier, wir drücken einfach mal drauf. Zack, schon kommen unsere Icons eingeflogen. Wir könnten uns jetzt mit Facebook einloggen. Das geht hier im Editor nicht so einfach, also brauchen wir so einen Token. Aber theoretisch könnt ihr euch da mit Facebook einloggen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr den Beitrag teilen. Also ihr könnt das Spiel teilen, ihr könnt Freunde einladen sozusagen. Und ihr könnt auch einfach unsere Website liken. Wäre cool, wenn ihr das macht. Danach könnt ihr auf Start drücken oder auf Exit, wenn ihr keine Lust mehr habt. Und man sieht, ich habe schon ein bisschen was gespielt. Level-Auswahlmenü. Wir haben jetzt hier ein Level-Auswahlmenü. Wir sehen links oben meine aktuellen Punkte, rechts oben der Home-Button, um wieder zurückzukommen. Und sehen da die jeweiligen Level mit Zahlen unten drunter. Die erste Zahl bedeutet, wie viele Punkte habe ich geschafft. Und die zweite Zahl bedeutet, wie viele Punkte könnte ich, also wären maximal möglich. Und jetzt scrollen wir mal nach unten. Ich glaube, wir sehen schon, worauf das hinausläuft. Ich habe jetzt hier testweise mal 130 Level erstellt. Die Level kalkulieren sich selbst nach oben. Und bei 128 ist dann sozusagen dieser Knackpunkt, also 127 wäre noch so in dem 64.000er Bereich. 128 sind 65.000 Buttons, die man drücken könnte. Um zu zeigen, dass es funktioniert, fange ich aber erstmal ganz kurz vorne bei einer kleineren Level an. Also hier haben wir jetzt vier Buttons. Wir haben vier Buttons und wir müssen einfach den richtigen Button finden sozusagen. Also ich drücke mal irgendwo drauf. Roter Button, Fail. Grüner Button, hey, ist selten, dass ich beim zweiten Mal den erwische. Dann kommt ein kleiner Spruch und dann wird eben wieder das Level-Auswahlmenü geladen. Dementsprechend sammeln wir dann hier Punkte. Aktuell habe ich 4 von 4, also verschlechtern kann man sich nicht mehr. Es wird immer nur die Höchstpunktzahl, also der Highscore sozusagen gespeichert. 4 Punkte, also die maximale Punktzahl, bekommt man, wenn man mit dem ersten Klick den richtigen Button herausgefunden hat. Das ist bei dem Anfang noch möglich, danach wird es schon etwas schwieriger. Hier erstmal auf die zweite Level, zeige ich nur mal kurz, wie das Prinzip funktioniert. Und man kann jetzt eben hier versuchen, den richtigen Button zu finden. Ja, das ist so üblich bei mir, also tatsächlich der vorletzte Button. Ich sag gleich dazu, es ist da nichts gescriptet oder sowas. Es ist nicht gezielt immer der vorletzte Button oder der letzte Button oder sonst irgendwas. Er ist wirklich von Anfang an, ist da ein Button dabei, der grün ist. Und wenn ihr Glück habt, erwischt dann halt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also da ist kein Script dran, kein gar nichts. Aber ich fühle mich, muss ehrlich zugeben, ich fühle mich selbst immer ziemlich verarscht. Okay, ihr habt das Prinzip verstanden. So kann man also Buttons nutzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ist dieses System ausgereizt? Erstmal haben wir es bis 50 Level gemacht, also die erste Version, die wir hochgeladen haben. Das sind dann 10.000 Buttons. Wir klicken mal drauf. Wir werden gleich merken, das ist eine ganze Menge. Und wie wir sehen, hat auch Unity erstmal kurz zu laden, was aber am Rechner noch geht. Dank der Hilfe vom Unity Insider Forum, danke dafür nochmal, habe ich eine Möglichkeit gefunden oder haben wir gemeinsam eine Möglichkeit gefunden, wie man das relativ ressourcensparend antreiben kann. Wir würden jetzt hier sehen, also ihr seht das gerade nicht, oder wahrscheinlich nicht richtig, dass wir aktuell, ich muss hier draufklicken, aktuell bei 5 Millisekunden so einen Dreh sind, wenn wir nicht bewegen. Und wenn wir es bewegen, wird es ein bisschen mehr, 15 bis 50 Millisekunden. Am PC ist das ein völlig ausreichendes Ergebnis, am Android-Handy wird es schon ein bisschen knapper, aber im Endeffekt wird es funktionieren, also es funktioniert. 10.000 Buttons funktionieren auch, aber ihr seht schon, wenn man bei 10.000 Buttons, wenn man sich allein das Scroll, den Scroll-Anfasser hier mal anguckt, wie klein der ist bei dem Scrollfenster,
Dann erkennt man schon mal die Ausmaße, das ist ultimativ. Ich mache jetzt mal 4 Buttons rein, ihr seht, wie schnell die weg sind. Ne? Das ist ultimativ groß. Wer da Bock hat, so weit zu spielen, kann das natürlich gerne machen. So. Ich gehe mal wieder zurück. Das dauert jetzt immer wieder ein bisschen, also das Laden. Ja. Das Einzige, woran es hängt im Endeffekt, an den Ladezeiten. Und wir sehen jetzt also, das geht runter. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach den großen Test. Haben wir es geschafft, dass es funktioniert? Mehr wie 64.000 Buttons oder nicht? Ihr könnt euch vorstellen, warum ich das Video mache. Ich klicke einfach mal auf 67.000 Buttons. Wir wollen gleich mal eine Ecke draufsetzen. Es dauert natürlich wieder beim Laden. Ich musste mal eben das Fenster öffnen und die Klima anschalten, weil es ein bisschen zu warm wurde hier. Den Cut habe ich aber gemacht, weil das Laden an sich recht lange dauerte. Das waren jetzt bestimmt, naja, 35, 40 Sekunden, schätze ich mal. Und wir sehen schon, es funktioniert. Nachteil ist, wir sehen jetzt auch gleich direkt 100 Millisekunden. Also für ein Android-Smartphone ist das jetzt schon ziemlich hart an der Grenze. Was uns dabei natürlich am meisten stört, ist das Behavior-Update, also das Event-System, um genau zu sein, weil es ja alles Buttons sind. Jetzt scroll ich mal nach unten, wir gucken mal, ob es funktioniert. Ah, es ist nicht sehr schnell, aber rein technisch funktioniert es auf jeden Fall noch. Also wir können auch mit 67.000 Buttons und mehr, wenn wir dementsprechend Leistung haben, beziehungsweise wenn wir das mit dem Event-System nochmal ändern würden, dann hätten wir garantiert die Möglichkeit, noch mehr Buttons zu initiieren und dementsprechend noch mehr Button hinzustellen. Es war einfach nur eine kleine Challenge an mich selbst. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich es gebacken bekomme und ob ich es irgendwie sinnvoll verpackt bekomme. Und das, glaube ich, habe ich getan. Es ist ein Spiel, was ziemlich schnell, ziemlich süchtig macht und auch, ja, es hat einen ziemlich hohen Wiederspielwert. Ich bin überrascht. Also ich bin selbst überrascht, wie oft ich das im Laufe der Produktionszeit jetzt, also wir haben, glaube ich, 3 Tage habe ich dran rumgedoktert, wie oft ich da jetzt schon gespielt habe und nicht mehr von weggekommen bin. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die App einfach downloadet. Wie gesagt, Download-Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr mehr so Projekte sehen wollt, also einfach so kleine Challenges, oder vielleicht habt ihr ja selbst irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, so hey, mir hat jemand gesagt, das würde so und so nicht funktionieren, so kleine Sachen jetzt natürlich, ne? Dann schreibt uns doch einfach mal an und wir beweisen euch, dass es doch geht, wenn es denn doch geht. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, am besten 2 oder 3 oder 10. Und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.